Merino-Wolle. Das ist hier das hellblaue an diesem Langarm-Shirt. Merino-Wolle ist im Grunde Wolle. Ja? Hat die Eigenschaften, die Wolle hat, hat auch Merino-Wolle ergänzt um noch ein paar andere. Es ist nämlich eine besonders feine Wolle. Dadurch, dass die feiner ist, kratzt die weniger auf der Haut und ist als Unterwäsche geeignet. Normale Wolle ist nur für Leute, die das wollen, als Unterwäsche geeignet, sage ich jetzt mal. Ja, da muss man schon entsprechende Haut für haben, dass einem das nicht stört. Damit ist es auch eine sehr gute Unterwäsche für irgendwelche Outdoor-Unternehmungen, weil die Atmungsaktivität, hier kommt sie jetzt zum ersten Mal so richtig zum Tragen, von Merino-Wolle ist hervorragend. Die nimmt zwar auch einen gewissen Teil ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit auf, aber leitet sie auch sehr, sehr, sehr gut weiter, ohne sie aufzunehmen. Also es ist deutlich geringer, die Feuchtigkeitsaufnahme, als bei normaler Wolle. Merino-Wolle wird meistens sehr dünn verarbeitet, also mit geringer Garnstärke, was dazu führt, dass wir hier auch bei sehr leichten Produkten sind. Ich habe noch nie einen dicken Merino-Wollpulli gesehen. Weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, aber im Outdoor-Bereich jedenfalls sicherlich nicht. Kann man also nicht kaufen. Und das führt einfach dazu, dass das Zeug dann logischerweise auch sehr leicht ist. Da sind wir so bei 100 bis 200 Gramm für den Quadratmeter Stoff. Das ist leicht, das ist nicht krass ultra mega leicht, aber leicht. Ja? Leicht ist es definitiv. Robustheit, scheiße. Für einen Outdoor-Stoff, finde ich, ist Merino-Wolle das anfälligste, was ich persönlich je kennengelernt habe. Ich habe jetzt ein paar Merino-Socken vernichtet, ein Merino-T-Shirt vernichtet, wollte mir dann keins mehr kaufen, hatte dann doch nochmal eins, hab's vernichtet, einfach durch normalen Abrieb bei der täglichen Nutzung. Die sind einfach nicht besonders robust. Wenn man dann hin und wieder sogar mal den Rucksack einfach direkt auf ein T-Shirt trägt, dann hast du sofort Wollabrieb auf den Schultern, Wollabrieb da, wo der Hüftgurt sitzt und die Gürtelschnalle einmal dumm den Gürtel zugemacht und schwuppdiwupp hast du ein Loch vorne im T-Shirt, da wo halt eben der Gürtel üblicherweise geschlossen wird. Das geht so schnell, und ich habe das noch nicht bei keinem anderen Stoff erlebt, dass der so schnell Löcher bekommt. Dazu dann auch wieder das Problem mit den Motten. Die sind bei Merino-Wolle auch durchaus vorhanden. Eine positive Daher also robust wirklich nicht. Ich habe anderthalb von fünf möglichen Kreuzchen für die Merino-Wolle. Außerdem ist sie noch biologisch abbaubar, was jetzt im Sinne der Haltbarkeit, wenn man sie mal im Wald vergisst, auch eher ein Nachteil ist. Dann fängt sie an zu schimmeln und sonst wie. Das kann sie nämlich auch. Das muss man bei allen Naturfasern hinzufügen. Die können schimmeln, tatsächlich. Ja, das geht bei Plastik so nicht. Wasserdicht? Nö. Ganz klares Nö, gar nicht. Positive Eigenschaften sind auf jeden Fall die Wasserdampfweiterleitung, die Atmungsaktivität. Super gerne getragen wird das Zeug als sogenannte erste Schicht bzw. als Unterwäsche, je nachdem wie man das auslegen möchte, dass man eben direkt auf der Haut Merino-Wolle hat. Ich habe mit diesem Ding, damit bin ich jetzt durch Grönland gelatscht und habe es da fast immer angehabt. Also das war mein Primärkleidungsstück. Noch andere Dinge drüber, aber das hier eigentlich wirklich fast immer. Muss ich sagen, hat sich gut gehalten. Wasserdampfweiterleitung war gut. Man merkt im Schlafsack, finde ich, einen gewissen Unterschied, ob man zum Beispiel ein normales Baumwoll-T-Shirt anhat, ein normales Kunstfaser-T-Shirt oder ein Merino. Jetzt in diesem Fall natürlich kein T-Shirt, aber ich finde, man merkt nochmal wärmetechnisch durchaus einen Unterschied und Merino scheint ein besseres Schlafsack-Innenklima zu erzeugen. Gefühlt ist mir damit wärmer. Ja? Aber das ist nur mein Eindruck, das können andere Leute vielleicht bestätigen. Wieder andere Leute werden wahrscheinlich das Gegenteil behaupten. Stinkt sehr spät, hat also man sagt immer, es ist antibakteriell.
Das ist es nicht wirklich, aber Bakterien mögen dieses Milieu dieser Wollfäden, dazu mit dem entsprechenden Schaföl, was das Schaf dann quasi aus entsprechenden Drüsen absondert in sein Fell, damit es eben nicht Pilzwachstum, Bakterienwachstum oder sonst was allzu sehr im vielen Fell, so ein Schaf hat ja ordentlich davon nicht allzu sehr geplagt wird. Dafür ist eben dieses Öl unter anderem da und es macht es ein bisschen wasserabweisend und schmutzabweisend. Und das funktioniert eben auch bei unseren üblichen gestankbildenden Bakterien, die wir auf der Haut so mit uns rumschleppen. Deswegen, das ist auch sicherlich nochmal ein großer Vorteil. Nachteil, ich hatte schon gesagt, ist nicht sehr robust. Mehr Nachteile gibt es eigentlich fast nicht. Das ist sonst ein ganz, ganz tolles Material. Fühlt sich auch sehr, sehr angenehm an. Vom Trageverhalten her ist weich, ist kuschelig, Gewicht passt. Eigentlich schon was sehr Tolles. Und viele Leute schwören entsprechend inzwischen drauf. Das Einzige, was mich eben stört, wie gesagt, die Haltbarkeit. Dafür gibt es aber eine Lösung. Kommen wir gleich zu. Vorher noch Öko-Bilanz, auch genauso beschissen wie normale Wolle, kann mitunter, je nachdem, wenn man billige Merino-Wolle kauft, auch noch mit Tierquälerei einhergehen, da man den Schafen gerne, das sind so Züchtungen, die inzwischen richtig viel Wolle produzieren, insbesondere bei den Merino-Wollschafen, haben die ein Problem, dass die unterm Schwanz so Falten ausbilden am Hinterteil, wo dann auch natürlich wieder Haare drin hängen und das gibt insgesamt jede Menge Haut, die sich dann ums Hinterteil herum entzünden kann. Und diese Falten, die schneidet man denen einfach in jungen Jahren weg. Teilweise noch mit einem Stückchen vom Schwanz und dann wird das einfach alles weggeschnitten, ohne Betäubung, ohne alles. Das kann sich dann auch wieder entzünden, daran können dann teilweise die Schafe auch wieder eingehen. Dass das nicht gut tut, ist klar. Dass die danach dann auch große Probleme mit haben können, ist auch klar. Andererseits, wenn man das nicht macht, dann vereitert denen halt irgendwann sozusagen das Hinterteil und da sitzen dann Fliegenlarven drin und all solche Späße. Aber es gibt Möglichkeiten, erstens Schafzüchtungen zu nehmen, die das Problem gar nicht haben und zweitens gibt es auch Möglichkeiten, das Ganze mit Betäubung zu machen und da gibt es also viele tierschonende Varianten. Man nennt das Mulsing, ich muss das nochmal nachlesen, irgendwas in diese Richtung, aber das findet ihr auch ganz schnell, wenn ihr irgendwie nach Merino, Schaf-Tierquälerei oder sonst was googelt. Das ist bei günstiger Merino-Wolle, denke ich, in vielen Fällen so, dass das gemacht wird. Ja, das hier ist leider günstige Merino-Wolle. Würde ich nicht nochmal kaufen, wenn ich nochmal mir Merino-Woll-Klamotte kaufe, dann würde ich eine hochwertige nehmen, auch wenn die wirklich arschteuer sind. Und damit sind wir beim Preis. Merino-Wolle ist arschteuer. 5. Eindeutig 5. Die ganz billige ist im Verhältnis zu anderen billigen Kleidungsstücken immer noch sehr teuer, aber im Verhältnis zur teuren Merino-Wolle natürlich viel billiger. Aber trotzdem ist es insgesamt ein einfach teures Produkt. Ja. So. Jetzt können wir uns beeilen mit dem nächsten Punkt. Das wäre nämlich Merino-Wolle-Kunstfaser-Mischgewebe. Das habe ich hier. Das ist nämlich deswegen zweifarbig, weil wir hier das hellere Blau hier unten, das ist Merino-Wolle. Das dunklere Blau, das ist irgendein Kunststoff, Kunstfasergewebe, ich vermute Polyester. Und das ist deswegen da dran, an den Stellen, das seht ihr hier, das ist ja die Schulter, wo der Rucksack aufliegt, wo es zu mechanischer Belastung kommt. Und wenn man jetzt hier unten guckt, da hat man auch da, wo der Hüftgurt aufliegt, beim Trekking hat man wieder entsprechend nur Kunstfaser und gar nicht Merino-Wolle. Die Merino-Wolle ist vor allen Dingen unterm Arm, im Brustbereich, im mittleren Rückenbereich, weil der obere Rücken ist ja auch wieder was gewissem Abrieb ausgesetzt, das wollte ich sagen, ist. Und das finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Und das ist eine mögliche Form, ein Merino-Kunstfaser-Mischgewebe zu haben. Die andere Form ist, dass man zwischen das Merino-Garn noch Kunststoffgarn dazwischen näht und dann einfach wirklich einen Merino-Faden, einen Kunststofffaden, einen Merino-Faden, einen Kunststofffaden oder in irgendeinem anderen Verhältnis. Das wäre dann ja 50-50.
Einzelne wenige Kunststofffaden, irgendwie eine Mischung von 80% Merinowolle, 20% meinetwegen Polyester oder sonst wie, macht das Ganze schon deutlich robuster. Sowas besitze ich nicht, habe ich aber gehört und sagen viele, das ist damit eigentlich das Problem mit dem Abrieb und der kurzen Lebensdauer von Merino-Klamotte damit gelöst wäre. Kurze Lebensdauer ist umso schlimmer, wenn es sich um ein Wollprodukt handelt, das wieder, wie gesagt, eine recht beschissene Ökobilanz hat. Und die kann man nur ausgleichen, indem man es eben sehr, sehr lange nutzt. Und wenn das nicht geht, dann ist die Ökobilanz wirklich, wirklich, wirklich mies. Deswegen ist vielleicht eine reine Merino-Wolle eigentlich nur Schlafanzug zu gebrauchen, dem einfach keine großartige Belastung zugemutet wird. Und man trägt den wirklich nur zum Schlafen, als Schlafunterwäsche. Und die Merino-Kunstfaser-Geschichte, das wäre dann auch ein Unterhemd zum sich bewegen. Also tagsüber beim Trekking und so oder halt mit eben diesen Verstärkungen und solchen Späßen. Ansonsten gleiche Eigenschaften wie Merino-Wolle. Fast gleiche Eigenschaften wie Merino-Wolle ohne Kunstfaser drin. Kann man in etwa vergleichen, ist preislich auch in etwa im gleichen Bereich einzuordnen. So, mal zurück zur Wand. Wir befinden uns jetzt hier bei G1000. Ich lese mal vor. G1000, mittelschwer, das ist einer der wenigen Stoffe, für die ich keine genauen Grammzahlen gefunden habe. Haltbarkeit so 3 bis 4. Wasserdicht, bisschen. Umwelt 3 und Preis 5. Weil G1000 ist ein Markenprodukt von Fjällräven. Und Fjällräven ist sicherlich für eine Sache auch bekannt, nämlich arschteuer. Ob man das jeweils bezahlen möchte. Fjällräven ist so ein bisschen inzwischen für mich die Apple, der Apple unter den Outdoor-Produkten. Ganz eindeutig, ja. Qualität ist schon in Ordnung, aber der Preis ist entsprechend wirklich, wirklich hoch. Und jetzt bitte nicht Diskussion, ob die Qualität bei Apple nun in Ordnung ist oder nicht. Ich weiß, das ist eine hochreligiöse Frage. Ich kann es nicht beurteilen. Ich persönlich habe gute Erfahrungen gemacht. Andere Leute haben schlechte Erfahrungen gemacht. Man müsste einen unabhängigen Test haben, um das wirklich beurteilen zu können. Das gleiche gilt übrigens auch für vierjährige Klamotten. Da gibt es Leute, die haben positive Erfahrungen gemacht und meinen, das hält ewig. Und es gibt mich, der ich lange Zeit tatsächlich auch dachte, es hält ewig, der ich einzelne Fjällräven-Produkte habe, die ewig auch wirklich halten und die mich bisher noch nie enttäuscht haben. Es gibt aber auch Fjällräven-Produkte, die eigentlich ein Klassiker sind, die ich inzwischen als völlig überbewertet einordnen wollen würde. So, und ne, das hier, G1000. G1000 ist ein Baumwoll-Polyester-Mischgewebe. 2/3 Polyester, 1/3 Baumwolle. Wie gesagt, ist so ungefähr im mittleren Gewichtsbereich einzuordnen. Inzwischen hat sich Fjällräven auf mehrere Sorten von G1000 aufgeteilt. Es gab früher nur G1000. Als das erfunden wurde, war das wirklich revolutionär. Inzwischen kann das jeder für einen Bruchteil des Preises nachmachen. Das ist nicht weiter dramatisch. Ein Bruchteil, mein vielleicht ein 1/20 oder irgendwas, zumindest des Preises, was dann Fjällräven später verlangt. Da zahlt man ja noch die Marke mit und all so ein Pipapo. Und dieses Baumwoll-Polyester-Mischgewebe kombiniert so ein bisschen die Eigenschaften der jeweiligen Stoffe miteinander. Dadurch, dass ein wenig Baumwolle drin ist, das erhöht etwas, ja, etwas, angeblich die Robustheit vom Polyester bzw. vom Kunststoff, welcher Kunststoff auch immer die da verwenden, das weiß man nicht so genau, welcher das exakt ist, glaube ich zumindest, jedenfalls nicht bei den moderneren G1000-Materialien. Es ist damit etwas funkenfester, etwas, nicht wirklich funkenfest, aber ein bisschen. Ich habe auch schon G1000-Material, ich habe ein altes Hemd, das habt ihr vielleicht schon ein paar Mal gesehen, das ist auch wirklich schick. Und das ist noch aus einer anderen Zeit, als Fjällräven vielleicht noch andere Produktionsstandards hatte. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich bin in letzter Zeit wirklich nicht mehr zufrieden. Jedenfalls... Aus dieser Zeit, dieses Hemd ist toll. Das ist auch fast nicht kaputt zu kriegen, aber es hat inzwischen 6 oder 7 kleine Brandlöcherchen. Also von wirklich funkendicht möchte ich, ja, also jedenfalls nicht beim traditionellen G1000. So, dann Wasserdichtigkeit.
da werben sie ja immer damit, dass man das mit Grönlandwachs einschmieren kann. Moment, ich hole Grönlandwachs. Das hier ist berühmtes Grönlandwachs, ist wie alles von Fjällräven ziemlich arschteuer. Man kann aber genauso gut einfach selber Bienenwachs in irgendeine handliche Form bringen und damit kann man nun sein G1000 Kleidungsstück oder jedes andere Baumwolle oder Baumwollmischgewebe Kleidungsstück, ist, das muss nicht G1000 sein, kann man damit jetzt einreiben. Dann wird es entsprechend so aussehen. Und jetzt kann man drüber bügeln. Und je nachdem, wie viel oder wenig Wachs man jetzt da genommen hat, um das einzubügeln, umso wasserdichter, aber gleichzeitig wasserdampfundurchlässiger wird die Klamotte. Es ist also ein Win-Lose-Verfahren, bei dem man Atmungsaktivität verliert, aber Wasserdichtigkeit gewinnt. Und wer nur mal ein bisschen im Wald unterwegs ist, gefühlt, ja, und nicht so sehr Trekking macht, sondern einfach mehr so kurze Spaziergänge, wo man auch nicht so lange im Regen ist, für den ist dann ein gewachstes Baumwollmischgewebe, zum Beispiel G1000, sicherlich eine ganz, ganz, ganz dufte Sache, weil man muss nicht in Plastik rumrennen und man hat trotzdem wirklich lange Zeit, bis man durchweicht und entsprechend nass regnet. Und wenn man das hin und wieder mal wiederholt, hat man auch eine schöne Beschäftigung vom Fernseher meinetwegen, das Zeug da einbügeln und so weiter. Das kann man also schon machen und ich weiß, ich habe Zuschauer, die schwören da drauf und finden das ganz, ganz toll. Deswegen also bedingt wasserdicht, ohne dieses Wachs, wenn das mal komplett rausgewaschen ist, das dauert eine Weile, ja, das hält schon ein paar Wäschen, bis es ganz raus ist, ist das Zeug überhaupt nicht wasserdicht. Ja, ganz klar, gar nicht. Es sei denn, man würde es als Zeltgewebe aufspannen, da könnte es dann durch den Baumwollanteil, der dann wieder aufquillt, wenn er nass wird und so weiter, so ein kleines bisschen Wasser abhalten, das können wir ignorieren. So, große Vorteile von dem Zeug. Gewisser Kultstatus, für wen das ein Thema ist. Fjällrävenklamotten sind meiner Meinung nach, also gehört auch alles aus G1000 dazu, wirklich hübsch. Mir gefällt das Design, ich finde, das sind wirklich schöne Kleidungsstücke, aber das muss nun wirklich überhaupt nichts zur Sache tun. Sie sind mückendicht. Man kann sich darauf verlassen, dass bis auf ein bestimmtes G1000 irgend so ein super leichtes, das ist nicht mehr mückendicht, aber das klassische und das Heavy Duty und wie die alle momentan heißen, weiß ich nicht. Aber da kann man sich schon darauf verlassen, dass da keine Mücke durchkommt mit dem Rüssel. Das ist auch ein großer Vorteil. Ich hatte schon extra nur wegen der Mückendichtigkeit in Schweden eine Fjällrävenhose dabei. Das war das Hauptargument, weshalb ich unbedingt eine Fjällrävenhose mitnehmen wollte, weil meine anderen Hosen, die ich so habe, die sind nicht bis gar nicht mückendicht. Teilweise habe ich auch, so eine Stretchhose, so aus leicht dehnbarem Material. Das ist für Mücken absolutes Schlaraffenland, weil wenn sich das Material auch noch dehnt und das Loch, wo das kleine Löchlein im Gewebe, wo sie ihren Rüssel durchkriegen, auch noch größer wird, insbesondere am Knie, wo sich das Gewebe halt dehnt, da hat man verstochene Knie noch und nöcher. Also das macht keinen Spaß. Aber ja, das ist auf jeden Fall noch ein großer Vorteil. Robustigkeit wird oft als Vorteil angemerkt, finde ich nicht. Und da kommt jetzt eben meine persönliche Aversion gegen G1000 inzwischen ins Spiel. Ich habe in meinem Leben jetzt 3 Fjällrävenhosen geschrottet, durch kaputt. Ja? Ich habe die zwar viel angehabt, aber mit diesem legendären Status, den die Dinger haben. Und dass das ja ach so langlebig sein soll, da kann ich mir nicht erklären, wie durch normales Hose tragen. Nicht durch auf dem Arsch einen Abhang runterrutschen oder durchs Geröllfeld hinfliegen oder vom Fahrrad fallen und über Asphalt schlittern oder sonst was. Dass das eine Hose kaputt macht, okay. Aber durch stinknormales Tragen habe ich die alle kaputt gekriegt. Und wo? Ausnahmslos am Arsch. Ja, also gerade da, dass es dann besonders lustig aussieht, wenn man dann das Loch hat. Das ließ ich mal meistens noch einmal flicken, dann sieht es halt bescheuert aus, dann reißt es aber wieder ein. Und eine habe ich kaputt gekriegt, indem mir hier die Seitentasche komplett ausgerissen ist. Ist das die? Nein, das ist nicht die. Die habe ich noch aufgehoben, irgendwann mal zu irgendwelchen Testzwecken, zum Video zeigen oder zum Umarbeiten in irgendwas anderes. Mal gucken. Jedenfalls
Ich hatte da drin lediglich einen 400 Gramm Hammer oder was, hatte mir den einfach mal kurz in die Tasche gesteckt, bin dann im Wald einen Hang runter, klar, schon mit ein bisschen Karacho und so weiter, aber wenn ein 400 Gramm Hammer, ja, mit dem Kopf nach unten, der Griff vom 400 Gramm Hammer und irgendwie haben die Kräfte gereicht, dass die Tasche so richtig rausgerissen ist und inklusive einem bestimmt so langen Riss im Bein hinterlassen hat. Und für so eine teure Hose, Ferienhosen kosten ein Vermögen gefühlt, für eine scheiß Hose, ist das einfach nicht überzeugend. Ja, und ich habe, dass mir das dreimal passiert ist, dass die Dinger kaputt gegangen sind von dem ach so robusten Material, muss ich ganz ehrlich sagen, da kaufe ich eine 40 Euro BW Moleskin Hose, die geht auch irgendwann kaputt, auch an derselben Stelle, aber die kostet nur 40 Euro und da gehen wenigstens keine Dornen durch, weil das hier, wenn du denkst, damit kannst du im Wald rumrennen, das wäre eine gute Forsthose, nee, das ist 100% nicht brombeerendicht, durch jedes kleine Brombeer dicke ich durch und schwuppdiwupp hast du die Teile garantiert in den Beinen. Also ich habe noch nicht erlebt, dass das Ding irgendwie vor Braunbären schützt. Es gibt natürlich noch robustere Ferienhosen. Die wiegen dann aber wieder eine Tonne. Ja? Das muss man auch wieder im Hinterkopf behalten. Ja, es gibt Ferienhosenprodukte, die sind bestimmt dornendicht. Aber so eine normale Wanderferienhose, keine Ahnung wie das Modell heißt, will ich auch gar nicht wissen, beziehungsweise tut auch nichts zur Sache. Überzeugt mich nicht. Überzeugt mich persönlich nicht. Aber abgesehen von meiner Erfahrung mit den Dingern haben die wenig Nachteile. Sie trocknen relativ schnell, sie sind relativ leicht, sie sehen gut aus, sie haben Taschen, schöne viele meistens. Ob die einem jetzt jeweils taugen, muss man selber wissen. Ausstattung ist gut. Und noch so eine kleine Verarsche, neuerdings, muss ich auch nochmal sagen, neuerdings verkauft Fjällräven, seit ein paar Jahren heißt neuerdings, seine Hosen in Fixlänge. Ja? Du kriegst die also grundsätzlich in unterschiedlichen Weiten, so viel du willst, aber die sind alle gleich lang und zwar viel zu lang. Und du musst die dir selber zurechtschneiden auf die Länge, wie du sie haben möchtest. Und wenn man gar keine Ahnung von textiler Bearbeitung hat, dann muss man halt jemanden haben, der einem das macht. Das hat zum Beispiel meine Mutter für mich abgenäht, dass das jetzt hebt. Sieht toll aus, Mutter kann sowas auch. Da könnt ihr das sehen. Mit so ganz vielen kleinen Stichlein, dass man wirklich nach außen fast nicht sieht. Und das ist auch toll geworden. Aber verdammte Scheiße, diese Hose kosten Vermögen. Warum können die einfach nicht das Zeug, wie jeder andere Hersteller auch, in jeder beliebigen Größe im Sortiment haben? Das muss doch möglich sein, dass es ein Zentimeter länger, noch ein Zentimeter länger, noch ein Zentimeter länger, in vielleicht, was weiß ich was, in 20 Längen oder was vorrätig haben, dass ich als Kunde nicht mir noch meine Hose unten umnähen muss, die ich für 200 Euro oder was weiß ich für einen Scheiß gekauft habe. Also, man kann jetzt sagen, das ist ein Feature, oder man kann sagen, die sparen an allen Ecken und Enden und verlangen dann trotzdem einen Arsch voll Geld. Ich persönlich finde, dass Fjällräven mit der Firma, die sie mal waren, früher, inzwischen nicht mehr allzu viel zu tun hat. Aber ist nur meine Meinung. Ja? Ihr Zelt ist aber noch gut. Also das, was ich... Ne? Ich habe ja ein Fjällräven-Zelt und der Rucksack, der Kjaka, der ist auch super. Ja? Aber die Hosen und generell die Unternehmensphilosophie, was sie teilweise für manche Produkte für Geld verlangen, das kotzt mich an. Das ist so überzogen. So, G1000. Achso, Umweltaspekt. Fjällräven hat so ein paar Programme, dass sie umwelttechnisch total toll sind. Tun sie so. Ja, diese Programme sind auch nicht schlecht und das hilft schon ein bisschen. Es ist aber auch nicht super krass. Ja? Also 3, definitiv 3. Weil das Plastik, was da drin ist, ich weiß nicht, ob es gibt inzwischen auch komplett recycelt, nur aus Recyclingplastik, nur aus Biobaumwolle und so weiter. So eine grüne Linie von Fjällräven, ja, das ist dann super öko, aber das kostet dann nochmal mehr. Deswegen, also ja, im 3 muss man sagen, aber mehr ist es auch nicht. Außer die super Öko-Linie, die ist schon 1, aber für ein Vermögen halt. Ne? So, letztes Ding und dann mache ich für heute Feierabend, dann machen wir ein andermal weiter. Die Plastikhose, das ist die ich erwähnt habe, die leicht elastisch ist, wo einem dann durch die Knie wunderbar die Mücken stechen. Plastik hat den Nachteil, nicht feuerfest, wie man hier, wenn es dann mal scharf stellen würde, sehen kann. Da habe ich nämlich ein schönes Löchlein. Da habe ich einfach mal einen Funken abbekommen. Ne? Aber ansonsten muss man sagen,
Plastikhose, woraus kann die sein? Zum Beispiel aus Polyester. Das ist so sicherlich der häufigste, plus minus der häufigste Stoff, den man da nehmen kann. Die hier ist ein Ticken größer als die Fjällräven. Sie ist vom Gewicht her ein Hauch schwerer sogar. Das liegt aber halt eben daran, dass man hier recht viel elastisches Material verarbeitet hat. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber die ist wirklich gut dehnfähig. Das ist super angenehm, gerade wenn man hohe Schritte machen muss, um auf einen Stein hochzusteigen oder was, trage ich die super gerne. Und sie hat sehr viel Reißverschluss, weil sie nämlich einmal hier so einen Abzipper hat und hier nochmal einen solchen Abzipper, dass man nicht die Schuhe ausziehen muss, wenn man sich die Hose kurz machen möchte. Finde ich sowieso ganz toll, Zip-Off-Hosen. Hat man eine kurze Hose, hat man eine lange Hose, braucht aber doch nur eine Hose mitschleppen. Also ganz was Schönes, mag ich sehr gern. Die hier ist von VD. Komplett oder so gut wie komplett, das weiß ich jetzt gar nicht. Green Shape, Ökoprodukt, also zumindest extrem hohen Anteilen, komplett aus Recyclingplastik. Recyclingplastik würde ich jetzt immer noch nur im Bereich 2 von der Öko-Geschichte her einordnen wollen, aber es ist zum Beispiel erheblich besser als Wolle. Ja? Weil Wolle muss man ewig nutzen, bis sie gut wird. Recyclingplastik kann man auch ewig nutzen und dann wird es noch viel früher gut. Mag ja sein, dass das aus Erdöl ist und nicht aus einem Naturprodukt, aber es ist doch eine so geringfügige Belastung, auch wenn es wirklich Erdöl ist, was raus das Ding besteht, dass das einfach besser wegkommt. Ja? Und gerade aus Recyclingplastik nochmal ein Produkt herstellen, ist sehr umweltfreundlich. Und auch ein guter Weg, um in der Zukunft eben entsprechend weiterhin überhaupt Kunststoffprojekte herzustellen, weil das Erdöl ist irgendwann alle. Ja, das heißt, wir müssen also alte Kunststoffprojekte sowieso irgendwann Kunststoffe halt generell recyceln. Ja, davon bin ich ein Fan. Ich bin grundsätzlich ein Fan von Plastikhosen, muss ich ganz ehrlich so sagen. Sie haben aber auch ihre Nachteile. Einer ist der Funkenflug. Wir sind gewichtstechnisch ab 115 Gramm bei ganz leichten Stoffen bis schwer. Ja, wer eine super robuste haben möchte, dann wird sie halt richtig schwer. Man kann da also auf 300 Gramm pro Quadratmeter Stoff entsprechend gehen. Robustheit ist an sich durch die reine Kunstfaser, mechanischer Abrieb gut. Dauerhaftigkeit im Sinne von, kann das Ding verrotten, kann das Ding schimmeln, was passiert, wenn ich es im Wald 3 Wochen liegen lasse? Nix, du kannst es hinterher wieder einsammeln, weil es nicht biologisch abbaubar ist. Das ist zwar auch ein Nachteil, aber wenn man ein Kleidungsstück, das ewig hält, haben möchte, dann ist das auch ein Vorteil. Ja? Aber ein weiterer Nachteil ist Plastik. Plastik ist nichts Schönes. Ja? Also ich finde Plastik auch nicht, Plastik, finde ich auch nicht wirklich schön. Ja? Wolle ist mir da viel sympathischer in der Hinsicht, aber es ist effizient, das ist es schon. Wasserdicht? Gar nicht. Kann man auch nicht wirklich mit dem Grönlandwachs behandeln. Allein schon dadurch, dass das eine Stretchhose ist mit recht viel Elastan, da funktioniert das gar nicht. Die Poren sind ja immer unterschiedlich groß. Das kriegst du nicht wirklich zugewachst. Das heißt, es hat auch keine wirkliche Möglichkeit, das Ding nach wasserdicht zu bekommen. Man könnte noch irgendwelche Chemikalien draufkippen. Das bitte aus umweltfreundlichen Gründen sein lassen. Also hat man die Möglichkeit nicht wirklich. Wehe, das macht wer. So, großer Vorteil meiner Meinung nach, die trockenen Eigenschaften. Wenn das Ding nass ist und es hört auf zu regnen, dann rennt man 4-mal um die Hütte oder 5-mal ums Zelt und dann ist die gefühlt wieder trocken. Das ist toll. Das kann man also auch, deswegen kann man auch nur eine Hose mitnehmen, wäscht die, rennt dann die Hose hochhaltend auch wieder 5-mal in Unterhose ums Zelt und dann hat man auch wieder eine trockene Hose. 5-mal ist natürlich übertrieben, aber 10-mal, 20-mal, ja, dann rennst du halt 30-mal zur Not ums Zelt. Das geht auch recht schnell, aber dann ist die Hose wirklich trocken. das finde ich also eine ganz, ganz super Sache. Stinkt recht spät, ist recht, also als Hose, das muss man jetzt natürlich nochmal unterscheiden. Das Material kannst du natürlich auch als Hemd haben, das kannst du auch als Pulli haben, das kannst du als T-Shirt haben. Das ist dann alles ungefähr das Gleiche. Als Hose stinkt spät, als T-Shirt stinkt es früh, muss man schon ehrlich gesagt
Ne? Aber Hosen sind generell ja nicht so stinkanfällig. Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrung ist, aber grundsätzlich ist Kunstfaser recht flott stinkend. Das ist also eigentlich eher ein Nachteil. Schnell trocknend ist es immer. Es ist sehr leicht, eben angenehmes Trageverhalten. Wärmt noch, wenn es nass ist. Das tut übrigens auch Wolle. Wolle wärmt auch bis zu einem gewissen Grad an Wasser, was drin ist, noch recht gut. Baumwolle gar nicht. Entsprechend Fjellreven mit 2/3 Kunstfaser macht das natürlich auch noch ein bisschen. Aber nicht so gut wie eine reine Kunstfaserhose in diesem oder Hemd oder Boing oder was auch immer. Ne? Ja. Wirklich ein Nachteil, die Stichdichtigkeit, das ist jetzt halt eben das Problem mit dem Stretch. Man kann die auch stichdicht bauen. Das Material als solches ist einfach unglaublich vielseitig. Und bei der Umweltfreundlichkeit, was habe ich denn hingeschrieben? Ich habe 2 in Klammer bei Recyclingplastik, wie hier, sonst 3 bis 4. 3 wäre, wenn man das Ding hinterher vernünftig entsorgt, nach Tragen, dass man es also irgendwie so entsorgt, dass es auch wirklich recycelt wird oder zumindest fachgerecht irgendwie verbrannt, dass es nicht irgendwo rumliegt und nicht nach jahrzehntelang im Wald liegt oder so Späße. Dann würde ich so im Bereich 3 ungefähr geben, weil der Ressourceneinsatz zum Herstellen einer Plastikhose halt wirklich niedriger ist, als man denkt. Das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben, wenn ich selber recherchiere. Und 4 wäre halt im Fall bei nicht besonders artgerechter Entsorgung, dann ist es schon ziemlich mies. Ja. Also das Entsorgen ist das Zünglein an der Waage und wenn man es besonders gut haben will, Recycling. Plastik nehmen. Kostenpunkt 3. Die sind selten besonders teuer. Es gibt ein paar Schnäppchen, ja, da kann man dann vielleicht auch mal irgendwas im Bereich 2 oder sogar im Bereich 1 finden. Ob die wirklich was taugen, weiß ich nicht. Und wenn ich zwischen sehr, sehr billig und in Ordnung bezahlen muss, dann bezahle ich auch gerne in Ordnung. Und dafür habe ich dann ein vernünftiges, vor allen Dingen aus Recyclingplastik bestehendes Produkt. Also hier kann man für ein paar Euro mehr dann auch die Umwelt sehr gut schonen und das eigene Gewissen beruhigen. Und die Gefühle, die man zu seiner Ausrüstung hat, ja, die Liebe, die man zu seiner Ausrüstung hat, für mich ist das ein Thema. Wem das egal ist, der kann auch günstig kaufen in der Hinsicht. Gut, ich mache heute Schluss. Ich mache morgen weiter. Habe mir schon gedacht, das Ganze könnte ein bisschen lange dauern. Aber wir kauen sie noch alle durch. Wir sind jetzt bei... Oh, na immerhin beim 7. Stoff. Yay! Scheiße. Habe ich es nicht geahnt, dass das so lange dauert. Egal. Bis morgen. So, ich bin wieder im Keller angekommen, nachdem ich eine kleine Nachtpause eingelegt habe, beziehungsweise es ist auch schon wieder nachmittags, aber jedenfalls bin ich wieder da und es geht jetzt um Vlies. Vlies ist ein ja, sehr, sehr kuschelig anmutender Stoff. Wer das Zeug tatsächlich nicht kennt, hier kann man es, glaube ich, ganz gut erkennen, hat eine weiche, flauschige Oberfläche bei neuem Vlies und die Jacke hier ist auch schon... wann war denn das? 10 Jahre mindestens halt. Jedenfalls hat das eine eher weiche Struktur. Das wird hergestellt, indem man quasi erstmal einen normalen Plastikstoff webt und dann geht man mit so kleinen Häkchen hin und reißt diesen Plastikstoff quasi leicht an. Und damit entstehen dann natürlich viele Haare, die vom ursprünglichen gewebten Stoff abstehen, in beide Richtungen übrigens, also innen ist die Textur von Vlies immer dieselbe wie außen, beziehungsweise kann sich ein bisschen in der Feinheit, beziehungsweise in der Grobheit jeweils vom Stoff ein bisschen unterscheiden, aber im Großen und Ganzen ist es dasselbe und dadurch kriegt man dann halt eben dieses sehr weiche, sehr kuschelige Material. Es gibt Vlies in den Gewichtsklassen 100er bis 300er Vlies, also zumindest die handelsüblichen, vielleicht gibt es noch was krasseres, das weiß ich nicht. Aber das sind die, die man so kriegt. 100er bedeutet zwischen 100 und 200 Gramm oder eher 199 Gramm pro Quadratmeter Stoff. Dann der 200er Vlies, da ist man dann im Bereich von 200 bis 299 Gramm pro Quadratmeter und dann gibt es noch den 300er Vlies, der ist bei 300 bis 400 Gramm pro Quadratmeter. Es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass je schwerer der jeweilige Vlies ist, desto wärmer ist die entsprechende Vliesjacke.
Fließpulli, Fließ, theoretisch Fließhose, wobei man sagen muss, Fleece wird bei Hosen höchstens als Jogginghose bzw. als Unterziehhose unter die normale Hose verwendet. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass man ganze richtige Hosen, in Anführungszeichen, die außen getragen werden sollen, aus Fleece macht. Ja. Also außer halt eben eventuell Jogginghose, Schlafanzughose oder sonst was. Ich habe eine Hose, die ich gerne nachts anziehe für in den Schlafsack aus Fleece. Die ist aber auch die einzige Fleece-Hose, die ich jetzt persönlich jemals irgendwo gesehen habe. Ne? So, beim Bereich Fleece müssen wir sagen, robust ist das Zeug mechanisch gesehen schon ziemlich. Einfach durch diese fusselige Struktur ist es auch nicht so schlimm, wenn man damit irgendwo dran entlang schrappt. Dann verliert man schlimmstenfalls ein, zwei Fusselchen, aber der Stoff an sich bleibt schon intakt. Reißen kann ich mir nicht vorstellen, ist mir jedenfalls noch nie passiert. Das Zeug ist auch meistens in etwas elastisches Gewebe, was auch wieder von Vorteil ist für die Reißfestigkeit, weil wenn der Stoff ein bisschen nachgeben kann, wenn man irgendwo hängen bleibt, dann reißt er natürlich jetzt nicht so schnell. Das kann also auch von Vorteil sein. Es gibt grundsätzlich auch generell Stretch-Fleece, der deutlich noch elastischer ist als der stinknormale, aber der hat auch schon also eine gewisse Elastizität. Ja, kann man eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ich habe trotzdem 4 Robustheitspunkte gegeben, weil Fleece-Pullover meiner Erfahrung nach und auch Fleece-Jacken und sonstiges Zeug wirklich ewig halten und die einzigen der Ausrüstungsgegenstände, also textilen Ausrüstungsgegenstände, die ich mir mit 15 Jahren für meine erste Tour gekauft habe, die einzigen, die da noch übrig sind, sind Fleece-Pullis. Ja, 2 Stück. Und ich finde, das spricht schon Bände dafür, wie lange das Zeug hält. Und die sind auch alle beide wirklich noch anziehbar. Okay, die sehen nicht besonders hübsch mehr aus, zugegeben. Und man kriegt dann irgendwann bei sehr alten Fließprodukten so eine gewisse Perlenbildung, dass man also hier jetzt drauf dann so kleine Knüdelchen bekommt, einfach weil sich das Material abreibt, dann woanders wieder verbindet und dann gibt es dann eben diese Knubbel. Ja, das ist natürlich generell nicht mehr so hübsch, aber funktionieren tut es trotzdem noch und schränkt die Funktion, ja vielleicht die Isolation ein ganz kleines bisschen, aber auf jeden Fall nicht sehr ein. Das möchte ich also schon sehr bezweifeln, dass man in Fließklamotte wirklich kaputt kriegen kann, wenn man sich nicht massiv Mühe gibt, das zu tun. Ja. Außerdem wird Fleece ja selten als alleräußerste Schicht mit an der Felswand entlangschrappen und so weiter und so fort getragen. Wenn man das macht, dann geht es wahrscheinlich schon irgendwie kaputt. Also vielleicht wäre eine 3-4 bei der Robustheit doch ein realistischerer Wert gewesen, aber ich bin davor eingenommen. Ich mag Fleece-Kleidung sehr, sehr gerne und deswegen habe ich halt eben gleich die 4 Punkte eben dazu gegeben. Ja, dann Wasserdichtigkeit ist nicht vorhanden. Das Ding weicht durch, wenn es nass wird und das durchaus relativ flott. Damit müsste man noch sagen, was sind die großen Vorteile? Ich hatte schon ein bisschen was davon genannt. Im Wesentlichen ist es ein sehr universelles, sehr angenehm zu tragendes Isolationsmaterial. Das heißt, die Isolation ist schon mit eingebaut. Wer sich übrigens fragt, wo steckt die Daunenjacke und ähnliches, gefütterte Jacken? Naja, das ist ein Außenstoff, der einem dieser Stoffe entspricht, plus ein Isolationsmaterial und ist halt dann eben entsprechend so genäht, dass das Isolationsmaterial innen drin ist. Das ist jetzt nicht irgendein spezieller Stoff, sondern gefüllter halt. Und deswegen taucht der hier so nicht auf. Die Fleecejacke ist mal abgesehen von eben gefütterten Jacken dann wahrscheinlich mit das Wärmste, was man im Bereich der Kunstfaser so anziehen kann. Der Wollpulli ist definitiv nochmal einen Ticken wärmer und im Bereich der Naturfaser auch das Wärmste, was man da dann jeweils anziehen kann. Und wahrscheinlich dem Fleece an Wärmeleistung auch nochmal einen Ticken überlegen. Aber halt auch nochmal einen ganzen Ecken schwerer. Und bei Wärme, also bei Isolation fürs Gewicht ist Fleece schon recht weit oben dabei. Die Daunenjacke oder die isolierte Kunststoffjacke, die sind teilweise noch ein bisschen wärmer, auch fürs Gewicht.
Tragen etwas mehr auf, sind ein bisschen, sage ich mal, anfälliger, gehen vielleicht etwas eher kaputt. Das Isolationsmaterial im Inneren kann verkleben, kann verdichtet werden, funktioniert dann nicht mehr so gut. Das ist so ein Nachteil, den das Vlies halt eben nicht hat. Und da sind wir dann bei der hohen Dauerhaftigkeit von Vliesklamotten, die auch meiner Meinung nach wirklich ein Vorteil ist, der erwähnt werden sollte. Ist einfach zu waschen, ist einfach zu trocknen, trocknet sehr schnell. Nachteile, ganz ehrlich, da weiß ich jetzt nicht welche. Außer den generellen Nachteil, den Vlies vielleicht noch ein bisschen mehr hat als die anderen Plastikklamotten, dass wir beim Faktor Umwelt auch immer noch im Hinterkopf behalten müssen. Mikroplastik. Wenn immer man Plastikklamotte wäscht, dann wird da beim Waschen eventuell ein ganz kleines bisschen was von der Faser abgetragen. Und dieses kleine bisschen, was von der Faser abgetragen wird, Entschuldigung, und das ist insbesondere bei Vlies so, das landet natürlich dann irgendwie auch in der Waschmaschine und wird dann je nach Waschmaschinenmodell, habe ich mir sagen lassen, eventuell auch weitergeleitet bis ins Klärwerk und da haben sie dann hoffentlich einen Filter, der sowas dann rausfiltert. Also bei uns in Deutschland ist es wohl technisch gesehen relativ sicher und relativ einfach, Mikroplastik, das beim Klamottenwaschen abgerieben wird, aus dem Wasser wieder rauszuholen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass es halt letztendlich nicht im Meer landet. In anderen Teilen der Welt sieht das natürlich anders aus und auch wenn man unterwegs seine Klamotten waschen möchte, irgendwo im Nirgendwo und schrubbt sie auf einem Stein, beispielsweise mit Kernseife zum Beispiel, dann wird man tatsächlich geringfügige Mengen an Mikroplastik mitten im Nirgendwo hinterlassen, sofern man da eben seine Kunststoffklamotte wäscht. Und seit ich das realisiert habe, gefällt mir Kunststoffklamotte noch ein Ticken weniger, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man möchte ja gerade, wenn man mitten im Nirgendwo ist, möglichst nichts zurücklassen, was nicht eben entsprechend biologisch abbaubar ist. Und ja, das ist schon ein bisschen, weil ich habe auf gerade längeren Touren eigentlich nur Plastikklamotte dabei. Das Einzige, was dann noch an Naturstoff irgendwie eine Rolle spielt bei längeren Touren, sind Daunen. Aber die habe ich nicht an. Klar, es gibt auch Daunenjacken, da bin ich aber kein Fan von, weil mit der Jacke, da kannst du schon mal schnell nass werden, dann sind die Daunen nass und dann hast du ein Problem. Und deswegen allein das, und ich schwitze auch immer so sehr, dass das irgendwas ist, was mich wirklich vom Kauf einer Daunenjacke abschreckt. Vielleicht ist es nicht so schlimm, wie ich mir das vorstelle, aber so. Ja, und eben mitten im Nirgendwo Fließjacke auf Stein schoben. Ich habe das Problem jetzt dahingehend für mich so gelöst, dass ich so wenig wie möglich tatsächlich wasche, wenn ich draußen bin. Ich habe früher auch nicht viel gewaschen, aber jetzt habe ich noch einen besseren guten Grund, um möglichst wenig zu waschen draußen. Beziehungsweise wenn man dann mal eine Waschmaschine hat, dann ist das wieder was anderes. Aber bei so reinen Wildnistouren, wo man halt nur in der Pampa unterwegs ist, da wasche ich zugegeben nur sehr wenig. Ach halt, ich hatte ja noch mein Merino-Shirt dabei. Wo liegt es denn? Liegt die noch irgendwo auf dem Haufen, glaube ich. Da ist es. Das habe ich unterwegs gewaschen, in Grönland zum Beispiel. Das hat ja auch noch einen gewissen Kunstfaseranteil. Ja, aber das konnte ich doch mit relativ gutem Gewissen fast unterwegs auch waschen, weil es halt eben dann doch wieder Merino-Wolle ist und die ist eben biologisch abbaubar. Und ja, ne? Man kann ja versuchen, dann eben das Ding wirklich nur nass zu machen, ein bisschen mit Seife, wickel, 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 Stopf, Stopf, Stampf, Stampf, Stampf. Kann man zum Beispiel auch gut in einen Pumpsack von einer Isomatte reintun, seine zu waschende Klamotte, da dann Wasser dazu, Seife dazu, wipp, wipp, wipp machen. Und dann geht auch nicht so viel da draus verloren. Die Reibung generell, die am Stoff passiert, ist auch nicht so groß. Trotzdem wird es mit dem Seifenwasser durchwängt. Und stinkt hinterher deutlich weniger. Ich sage jetzt nicht, das ist so gut wie Maschinenwäsche, ist es nicht. Aber ja, ich denke, das kann man dann vielleicht so als Kompromisslösung ganz gut machen. Für die Wanderer unter uns, die Merino vor allen Dingen als Unterwäsche nutzen, die haben dann auch die gute Option, was meiner Meinung nach auch sehr praktikabel ist, dass sie einfach nur ihre Unterwäsche unterwegs waschen, das recht regelmäßig tun, dann versuchen durch nicht stinkende Unterwäsche die zweite und dritte Schicht der Klamotte möglichst gar nicht erst einzustinken. Ja, da kommt man dann also auch halbwegs waschfrei und ohne eine allzu große biologische Geruchsbelästigung zu sein, noch durchs Leben. Ja,
Hängt auch immer natürlich wieder individual vom jeweiligen Stinkwert ab. Es gibt Leute, die stinken zum Beispiel so gut wie überhaupt nicht. Ja, und es gibt die anderen. Das weiß ja aber sowieso jeder. Ja, also Umwelt. Fließ kann man natürlich auch recycelt aus alten PET-Flaschen beispielsweise herstellen. Sowas ist super, das ist definitiv eine 2. Es wäre vielleicht sogar schon eine 1, wenn man sich da kloppen möchte. Da der Energieaufwand für die Herstellung von Fließ auch super gering ist. Das ist ein grobes Gewebe, das ist super schnell erledigt. Das macht die Maschine wirklich rucki-zucki mit wenig Strom, mit wenig sonst was. Dann dieses Zerfetzen. Geht auch einfach und dann ist der Stoff auch schon fertig. Dann nähst du das eben von Hand oder tatsächlich auch eben mit entsprechend maschineller Unterstützung recht schnell zu einem Jacking, zum Pullover oder sonst was. Dann ist das wirklich schnell erledigt und schnell bedeutet in diesem Fall natürlich dann auch vergleichsweise umweltfreundlich. Kann also schon ganz gut sein, aber eine 1 möchte ich trotzdem nicht geben, weil eben weiterhin das Mikroplastikproblem besteht. Kauft man allerdings stinknormales Vlies, ohne dass das jetzt irgendwie aus Recyclingplastik wäre, dann sind wir irgendwo eher bei 4. Und je nachdem, wie und wie oft und wann wir das Ding waschen, sind wir auch gerne bei 5, wenn wir dann halt überall in der Welt eine Spur von Mikroplastik hinterlassen wollen. Preislich ist Vlies eigentlich ab. Im Apfel und ein Ei zu haben. Hochwertige Markenhersteller, Fließpulloverchen, die kosten dann natürlich etwas mehr. Da gibt es dann auch welche, die definitiv überteuert sind. Das halte ich aber eher für die Ausnahme als die Regel. Und deshalb würde ich da auch so sagen, so 1 bis 3. Wer viel sucht, findet sicherlich auch noch einen 4er, aber wirklich brauchen tut man den nicht. Grundsätzlich muss ich auch sagen, bei meiner Erfahrung mit Fließklamotten, jetzt habe ich Markenfließklamotten, das Ding hier zum Beispiel, Berghaus ist eine britische Outdoor-Ausstatter, so mittleres Preissegment, nicht übermäßig teuer, aber ist auch wirklich nichts, was besonders günstig wäre, da zahlt man den Namen also auch zum gewissen Teil mit und kann aber qualitativ nur wenig, wenn überhaupt, nur ganz wenig Unterschied zu sehr günstigen Fließpullis feststellen. Ich habe zum Beispiel einen sehr alten Fließpulli von Chibo tatsächlich, ja, dem Kaffeeröster. Das gab es da mal, als da hatten sie halt mal Outdoor-Wochen, da gab es dann Outdoor-Ausrüstung in Anführungszeichen. Unter anderem auch so ein lustiges Fernglas. Ist schon, ich hatte davon mittlerweile 2, beide sind kaputt. Kompass, irgendein billiges Ding und was weiß ich. Aber manchmal haben sie halt auch ganz gute Sachen und hier ist zum Beispiel eben dieser Fließpulli, den ich von da habe, der hebt immer noch. Der hat jetzt ein paar Brandlöcher, okay. Achso, Nachteil, kriegt Brandlöcher. Kriegt sehr schnell Brandlöcher. Wirklich rucki-zucki, ein Funken drauf und du hast ein Loch. Ich kann aber nach wie vor nicht so richtig nachvollziehen, warum so ein Ding hier halt teuer ist. Gibt es sowieso nicht mehr zu kaufen. Keine Ahnung, was das auch für eine Jacke, für ein Jäckchen eigentlich ist. Und so ein Fließpulli von Chibo dann halt eher wirklich ziemlich günstig ist. Wobei man die natürlich von Kick noch billiger bekommt, dann aber in Öko-Qualität 5 halt natürlich. Ja, also so in die Richtung geht's. Qualitative Unterschiede. Es ist halt schwierig. Vlies ist mehr oder weniger Vlies. Du kannst den Kunststoff variieren, aus dem du das Zeug herstellst, aber dann ist die Herstellungsart und Weise mehr oder weniger dieselbe. Und dann geht es natürlich noch darum, wie schwer das Vlies ist. Das ist dann natürlich mehr Material, dann kostet es auch mehr. Das macht ja Sinn. Aber bei gleicher Stärke und gleichem Ausgangskunststoff. Vielleicht ist das eine Ding viel besser geschnitten als das andere Ding. Wer dann dieser Meinung tatsächlich ist und wer die Vergleichmöglichkeit hat und das tatsächlich für sich feststellt, dann macht es vielleicht Sinn, da auch mehr Geld auszugeben. Aber grundsätzlich muss ich da echt den Billigvlies in Schutz nehmen. Abgesehen vom Umweltaspekt, ja. Ein Öko-Vlies aus recycelter PET-Flasche, das ist das ja auch nicht. Das ist ein stinknormales. Aber das kostet natürlich dann auch wieder mehr. Jo, das war Vlies.